Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder in Holland und es ist inzwischen Mai und die Tulpen sehen so aus. Wir geben euch gleich ein kleines Update und wir werden in einer richtig schönen Unterkunft schlafen. Also viel Spaß bei dem Video. War so nett und hat das Auto schon mal eben umgepackt. Wir sind jetzt angekommen. Ich zeige euch gleich die Wohnung und bereite schon mal ein bisschen was vor, weil wir werden jetzt noch eine Kleinigkeit kochen. Wir haben uns ein bisschen selber versorgt, weil wir gesagt haben, wenn wir so spät ankommen, dann wollen wir nicht noch unbedingt irgendwo essen gehen, sondern einfach mal die Unterkunft genießen. So Leute, das ist unsere Küche. Kleiner Rundgang. Die ist wirklich super schön. Wir haben einen Herd, dann haben wir in den Kühlschrank einfach alles gepackt, was wir von zu Hause mitgebracht haben. Erdbeeren, Spargel, dann haben wir frische Nudeln, wir haben uns unseren Kaffee mitgebracht und unsere Milch. Ich finde den Tisch total schön und die Tischsets gefallen mir richtig gut. Und dann geht's weiter. Hier habt ihr eine Toilette. Und hier geht's dann ins Wohnzimmer. Und auch ins Schlafzimmer. Also hier vorne ist unser Bett, das zeige ich euch jetzt gleich. Und hier ist das Wohnzimmer. Oh, richtig schön, wir haben super viel Platz. Dann geht es hier noch weiter zum Schlafzimmer. Wir haben hier einen kleinen Schrank, ich habe meine Jacken hier aufgehängt, wir haben unsere Koffer hier hingepackt. Noch ein kleiner schöner Sessel ist am Start. Und hier ist unser Bett. Das sieht auf jeden Fall super gemütlich aus, mit Aussicht auf unseren kleinen Innenhof. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Und ich zauber uns jetzt einfach eine kleine Pasta. Patrick hat uns frische Nudeln geholt. Dann haben wir Tomaten, die haben wir selber angepflanzt. Und Patrick hat uns einfach ein Pesto geholt. Wir haben jetzt keins selber gemacht, wir haben einfach alles mitgenommen. Ja, und daraus werden wir jetzt einfach mal schnell was zaubern. Wir haben hier eine Kaffeemaschine. Patrick hat uns extra noch Kapseln geholt. Und ansonsten habt ihr Zucker, Salz, ein paar Teebeutel, Öl, Reisessig, ja, und den ganzen anderen Kram haben wir uns aber vorbereitet. Also es sind ein paar Kleinigkeiten da, aber ihr solltet euch auf jeden Fall für zu Hause, also für hier eindecken. Schnell, warst du denn? Ja, schnell, ich habe weit gefahren. Ja? Ist das ein Gasherd? Das ist ein Gasherd, ja. Cool. Schön, dass du da bist. Nein. Soll ich dir das mal zeigen? Ja. Hallo Vlog, moin. Ja, schöne Unterkunft hast du rausgesucht. Das ist ja das erste Unterkunft, ne? Die ich selber gebucht habe, ja. Also das, gedrückt halten, Gas, loslassen. Oh. Ja, ich habe die ursprünglich, habe ich die Unterkunft für meine Mama und mich. Also wir haben meiner Mama das zum Geburtstag geschenkt. Und ja, jetzt ist sie aber leider krank geworden und dann haben Patrick und ich gesagt, wir machen uns trotzdem ein schönes Wochenende. Richtig schön. Ja, ihr geht es jetzt aber auch wieder besser und wir haben gesagt, dann nächstes Mal suchen wir eh eine coole Unterkunft. Ja, auf jeden Fall. Mit uns allen. For a while, let me feel alive. So, wir haben Futter. Was gibt's denn Leckeres? Sternekoch. Nudeln mit Pesto und Tomaten. Boah. Aber Tomaten sind vom Balkon gekommen. Ja. Wir haben einfach uns selber angepflanzt, finde ich richtig geil. Ja. Und ich muss mal sagen, einmal reinmampfen. Und was hast du? Sternekoch, Sterne. Sehr geil. Ich glaube, wir müssen. Cool, oder? Wenn man jetzt, also wir haben noch Spargel und so. Morgen werden wir die Gourmets, heute sind wir ein bisschen einfach. Aber wir haben unsere eigenen Tomaten. Wir müssen sowieso gleich nochmal einkaufen gehen. Wir brauchen auf jeden Fall Bierreserve. Patrick hat nur ein Bier mit eingepackt und ein leeres. Ich dachte mir, sowas geht bei dir. Ich weiß auch nicht, irgendeinen Schaden. Hm. Auf jeden Fall ist in der Nähe ein Albert Heijn und den checken wir gleich ja? zusammen aus, oder? Zu Fuß? Mhm. Okay, bei Parkplätze finden wir hier nämlich nicht in der Nähe. Vielleicht laufen wir noch zum Strand. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Unknown man, passing by,
Life is good, best I've ever felt. So Leute, und ich habe auch wirklich sehr helle Augenbrauen, deshalb zeige ich euch heute mal, wie ich mich schminke. Ich habe die nämlich gefärbt, meine Kosmetikerin hat das gemacht und so ein Augenbrauenlifting gemacht. Und trotzdem nutze ich für hier, für die kahleren Stellen immer noch einen Augenbrauenstift. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Produkte ich benutze, weil ich damit super zufrieden bin. Und ich finde, dass manche Augenbrauenstifte super schlecht malen, aber die sind auf jeden Fall meine Favoriten. So, und Leute, gerade wenn wir an tropischen Orten sind, liebe ich natürlich trotzdem für coole Fotos mich zu schminken. Und ich habe mir eine wasserfeste Wimperntusche von Benefit ausgesucht. Eigentlich bin ich gar kein Fan von wasserfester Wimperntusche, weil die, ich finde, die geht oft schwer ab. Aber man hat dann halt nicht diese Panda-Augen gerade an tropischen Orten. Und ich habe einen Tipp von den Mädels von Benefit bekommen. Und zwar mache ich erst die nicht wasserfeste drauf und dann anschließend die wasserfeste, weil dann geht die wirklich wesentlich leichter ab. Und ihr seht, also das Bürstchen ist so ein schmaleres. Und ansonsten ist meine andere Lieblingswimperntusche auch noch They Are Real. Die hat, glaube ich, eine etwas geschwungenere Bürste. Die zeige ich euch mal, wenn ich zu Hause bin. Und auf jeden Fall finde ich, dass sie die Wimpern so tief schwarz betont. Und ich finde, das eigentlich von der Farbe mag ich am liebsten ganz, ganz schwarz. So, und das sind jetzt nochmal aufgelistet meine aktuellen Lieblingsprodukte von Benefit. Also die Wimperntusche habe ich, wie gesagt, zwei, noch They Are Real oder hier aktuell die Bad Girl Bang. Habt ihr einmal als wasserfeste und als nicht wasserfeste. Ups. Und ansonsten sind das alle Produkte, die ich für die Augenbrauen nutze. Also den Highbrow Setter, dann den Brow Micro Filling Pen und das sind die Produkte, die ich euch gerade ansonsten noch gezeigt habe. Und der Hoola Bronzer ist mein absoluter Liebling. So Leute, wir machen uns jetzt auf zum Strand. Es ist glaube ich so 5 Minuten nur von unserer Unterkunft und hier sind so süße kleine Häuschen. Ist total gemütlich, heute ist auch ziemlich ruhig und es sieht ein bisschen nach Regen aus, aber egal, wir genießen jetzt unseren Tag. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie in so einem Märchen, wie so, also schaut euch mal die Häuser an, das sind so Zwergenhäuser, ich finde das super süß. Also so richtig friedlich, ne? I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. Wir sind jetzt angekommen und wir sind in einer richtig schönen Strandbar mit Palmen und es ist in so einem Boho-Style. Und ja, ich hätte ja eigentlich mit meiner Mama hier sein wollen. Also wir haben ihr das ja zum Geburtstag geschenkt, zusammen mit meinem Bruder, aber die ist ja ein bisschen krank. Und ja, dann hat Patrick Gott sei Dank gesprochen und gesagt, er hat Zeit. Eigentlich arbeitet er gerade an seinem nächsten Travel Guide. Aber das Gute ist, er kann ja einfach von überall aus arbeiten. Und ich sitze jetzt hier und genieße erstmal einfach den Strand. Aber wie weit bist du mit dem Travel Guide? Das dauert noch ein bisschen, aber ich bin guter Dinge, dass er nächste Woche fertig wird. Verrätst du, welcher das ist? Ja, wir haben mehrere. Paris, Holland und Mallorca. Und an welchem arbeitest du gerade? An allen dreien gleichzeitig. Ups. Wir entspannen uns jetzt noch ein bisschen am Strand. Danach gehen wir zurück zur Unterkunft und Patrick arbeitet weiter am Travel Guide ganz fleißig für euch. Der wird richtig mega. Ja, ne? Der wird auf jeden Fall richtig gut. Wir haben uns ein Rosé gegönnt und brainstormen gerade so ein bisschen über den Travel Guide, weil es ist schon so, dass Patrick macht natürlich das meiste, aber wir überlegen halt immer, was so die besten Tipps für euch sind, weil wir wollen unsere Erlebnisse einfach mit euch teilen, weil wir lieben Mallorca so sehr und oft wird die Insel so in so ein schlechtes Licht gerückt und irgendwie wollen wir euch die Vibes rüberbringen, die wir auch... Ja, viele denken, das wäre so eine Partyinsel, genauso wie Ibiza und ich glaube, dass wir mit unseren Videos und den Travel Guides dann irgendwie so ein bisschen unseren Flair der Insel an euch teilen können und ihr dann auch die ganze Seite so ein bisschen von der, die ganze Insel von so einer ganz anderen Seite seht. Und ja, nächstes Wochenende geht es für mich nach Mallorca, da will ich für euch noch ein paar Sachen erkunden und schöne Aufnahmen machen und deswegen wird das, glaube ich, ein richtig geiler Guide. Also Mallorca ist die absolute Hammerinsel. Müsst ihr auf jeden Fall mal sehen. Und Patrick hat auf jeden Fall schon einen Travel Guide rausgebracht und zwar von der Domrep. Das war unser Trip im Dezember bis Januar. Und da habt ihr auf jeden Fall ziemlich coole Tipps und das könnt ihr einfach bei uns beim Getaway Club shoppen. Wir packen euch einfach mal einen Link rein. Patrick feiert sein Leben. Wir haben heute Feuer heute gefunden. Geil, was nehmen wir? Birke? Oder hätten Sie doch gerne so ein bisschen rustikales Ahorn? Oh, da würde ich Sie entscheiden lassen. Ja, ich kenne mich nie aus. Wir machen uns jetzt Spargel mit Kochschinken. Dann wasche ich gerade den Spinat.
Ansonsten haben wir noch Petersilie und Patrick röstet gerade die Zwiebeln an. Hier kocht das Wasser für den Spargel und es gibt gleich dazu noch Frische Presse. Guten Morgen, Leute. Wir checken jetzt aus unserer Unterkunft und wir sagen beide, wir wären gerne noch so eine Woche geblieben, weil die Unterkunft war wirklich wunderschön und auch die Umgebung hier. Hier sind so schöne kleine Häuschen. Ich bin mega stolz auf dich, dass du so eine schöne Unterkunft ins Haus gesucht hast. Und ja, echt, ey, das war viel zu kurz das Wochenende, aber ja, ist immer schön. Aber Patrick hat jetzt noch eine Überraschung für mich vorbereitet und da nehmen wir euch natürlich mit. Es ist wieder herrlich, unsere Kameraführung, wenn wir nebeneinander stehen oder hintereinander. Und der Reality-Check, erstmal gucken, ob wir genau alles vergessen haben. Und wenn man hier durch das kleine Viertel läuft, also wir haben wirklich das schönste Örtchen rausgesucht. Ey, richtig Hammer, ja. So schöne kleine Gassen, ja. Das ist einfach traumhaft gewesen. Also so ein bisschen British haben wir gesagt, aber man könnte auch so in Hemdens oder so sein. Ja, finde ich auch. Ja. Sehr luxuriös. Ja, aber richtig schön und jedes Haus sieht halt anders aus als das andere. Es gibt uralte, super moderne, aber wirklich richtig traumhaft. Und jetzt checken wir aus und dann geht's weiter zu einem nächsten Ort, den Patrick mir gezeigt hat. Ich wusste noch gar nicht, dass es den gibt. Es geht auf jeden Fall wieder um Blumen. Leute, wir sind angekommen an der Tulipbahn in Lisse und ich habe jetzt die Chance, noch Tulpen zu sehen. Es ist, glaube ich, so kurz vor Ende. Wir haben jetzt Anfang Mai. Und im Mai ist ja so Ende der Saison, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. 7,50 Euro kostet hier der Eintritt pro Person. Es ist einfach nur der perfekte Spot für Fotos, muss ich echt sagen. Es gibt hier Schaukeln und dann noch eine Vespa, ein Fahrrad. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir machen ein paar coole Aufnahmen und ich blende euch die jetzt ein. Leute, der Eintritt lohnt sich auf jeden Fall. Also ihr müsst hier hinkommen, wenn ihr Bock habt auf Flower Power Overload und einen coolen Fotospot. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Getränke und Snacks wie Hotdogs und Pommes frites. Und von Sanford aus sind wir jetzt, glaube ich, 20 Minuten gefahren. Ja, es ist auf jeden Fall wunderschön. Ihr müsst euch nur beeilen, wenn ihr noch ein paar Blumen sehen wollt. Leute, ich wurde gerade schon so ein bisschen aggressiv. Patrick hat gedacht, okay, die Stimmung kippt, weil an dem Blumenfeld oder der Tulipbahn war jetzt nur so ein Hotdog-Stand, aber ich dachte mir, ich habe ja so einen empfindlichen Magen. Ich habe dir gesagt, du hast einen empfindlichen Magen. Du wolltest hier da reinfahren. Und ich habe mir so, nee, wir fahren jetzt nach Utrecht zu unserem absoluten Knaller-Rahmenladen. Also wir haben jetzt in letzter Zeit uns spezialisiert auf Rahmensuppen. Ne? Und wir mussten sagen, ey, nirgendwo war es so lecker wie da. Zeigen wir euch gleich nochmal. Unbedingt den Laden abchecken. Ja, und ich weiß nicht, das habe ich euch auch schon in den Vlogs gesagt und in den anderen, dass das auf jeden Fall der Beste war. Und ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich war jetzt gerade auf voller Euphorie, ich fand es total schön. Aber sobald ich Hunger kriege, bin ich so richtig low energy und irgendwie werde ich sofort super knatschig. Dann sagt ihr zu mir, ich bin eine Zicke, ey. Ich bin so, nee. Und dann nur zum Patrick gesagt, können wir dann jetzt fahren? Und ja, jetzt haben wir noch 30 Minuten oder so. Hier kannst Minuten du mal deine Bilder anschauen, die sind geisteskrank geworden. Allein schon ihr Handy auf, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es sieht heftigst aus. Lohnt sich, Freunde. Wir sind angekommen. Ich habe einen Eistee, Homemade Eistee, und Patrick hat einen Bier in einem voll dem schönen Glas. Ja, voll nice. Japan steht auch noch auf der Liste, ne? Also ich muss sagen, so nachdem wir jetzt die ganze Zeit Ramen-Fans geworden sind, ja, wir Japan so must do. Allgemein asiatisches Essen, ne? Mhm. Fällt Lätzchen um, weil sonst geht es nicht anders. Es ist einfach nur so lecker. Du siehst aus wie diese Anime-Katze. Ich habe aber eine Idee. Wir müssen nächste Mal machen wir vielleicht eine kleine Food-Tour durch Düsseldorf. Da gibt es nämlich Little Tokyo. Yes. Ich glaube, das wäre auch ganz geil, das zu besichtigen. Vielleicht vorab, bevor wir Japan besuchen. Japan ist auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde am liebsten noch hier bleiben und bin richtig froh, dass Patrick mir das nochmal ermöglicht hat, die Tulpen zu sehen, bevor die Saison vorbei ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so ein Daily Life von uns zu sehen, so ein kleines Wochenende. Es gab jetzt diesmal nicht so viel zu tun und tat auch gut, mal zu entspannen. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Video.